Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Space Engineers mit dem Zwergcube. Hallo! Hallo! So, wir haben Erfolgsmeldung. Bisschen. So, wenn ich hier mal eben auf die Night Factory gehe, dann sehen wir unten jetzt ein Mining Stream 1 und 1000 Possible Targets. So, das ist das eine. Und ich sehe aber nicht, dass Eisen mehr wird. Okay, weil ich habe jetzt ein bisschen die Naniten jetzt auf Maximum-Level hochgedrückt. Wir haben jetzt zwei neue In der Nanite Factory liegt jetzt Eisenerz. 2,3 Tonnen. Und die ist gelockt. Ja, da liegt auch, Moment, warum liegt denn da irgendwas hat sich doch jetzt getan? Uran. Ist eben eins mehr geworden, glaube ich. Ich warte mal ganz kurz. Jetzt hat es umsortiert. Nee, das Uranbarren habe ich jetzt gerade rausgenommen. Nee, nicht Barren. Ja, achso, okay. Das Wo bist du denn? Bist du am Schiff oder wieso kannst du hier drauf zugreifen? Ich bin am Schiff. Gerade im Moment. Oh, jetzt hat sich was getan. 278 sind 500 Kilo Eisen dazu gekommen. Oder 500 Tonnen. Oder nee, 5. Ja. 5. Da ist was Eisen dazu gekommen. Punkt. Das ist mehr geworden. 2,78 jetzt. 2,735. Jetzt sind wir 2,78. Super. Okay, also das dauert aber lange. Aber ja, es funktioniert. Ich will mir das jetzt einmal bei dir eben angucken. Ich komme jetzt mal zu dir rüber. Okay. Weil ich bin jetzt gerade hier am gucken, was wir, weil unser wichtigstes, was wir kriegen können, ist ja eigentlich Platin. Ja, das ist ja eigentlich unser Hauptaugenmerk. Das holen wir jetzt mit dem Bohrer raus, oder? Oder nicht? Per Hand. Ich habe jetzt hier schon mal den ersten Anfang gemacht. Wie, mit dem Bohrer oder mit der Hand? Ja, nicht mit der Hand, mit einem... Mit unserem Bohrschiff. Mit einer Nanite Factory. Ach, mit einem zweiten Nuhol, oder wie? Denn ein zweiter Bohrer bringt ja wenig, wenn wir keine... So, also, das Ding muss entweder direkt auf dem Erz oder direkt nebenan platziert werden. Die Antenne brauchst du aber nicht, die hier dran ist, du. Ja, die habe ich einfach nur zum Testen damals noch gebaut. Ach so, okay. Und was ist das? Repair-Beacon, den nehme ich auch mal weg eben, ne? Genau, das war alles nur zum Testen, weil ich ja nicht wusste, wie es funktioniert. Genau. Hier ist ein kleiner Reaktor dran. Genau. So, und das ist das Ding und da kreisen die oben dran rum. Ja, genau, da kreisen sie, genau. Die sollen da nicht kreisen, die sollen ins Metall gehen. Hier, wie der da zum Beispiel, der hat es richtig gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, der wird die irgendwie so verteilen oder keine Ahnung, was er mit den Dingern anfängt. Oh, jetzt sind sie grün alle gewesen, hast du gesehen? Genau, und dann gehen sie wieder alle zurück. Ich glaube, die machen dort irgendwie, sammeln irgendwie und dann, bis sie voll sind. Anscheinend, da sind auch schon wieder welche da. Ist ja lustig. Und wenn du das Ding anguckst, das schaut aus, als wäre das so ein bisschen löchrig jetzt irgendwie. Was, das Erz oder was ist löchrig? Ja, wenn du es von der anderen Seite anschaust, schaut es ein bisschen anders aus. Es schaut viel strukturierter aus. Ja, war es vorher nicht so. Schau mal, so schaut es auf der Seite aus und auf der anderen Seite schaut es ein bisschen unebener aus, als ob das abgeschürft wird, also optisch gesehen. Das kann ja sogar sein. Tja, cool. Also einen zweiten Bohrer würde uns jetzt wenig bringen, weil wir nicht mehr Streams haben. Das heißt, man müsste... Ja, ich habe zwei neue Erweiterungen dran geklemmt. Bohrerweiterungen. Wann hast du das gemacht? Gerade eben noch. Ich lasse das ja bauen. Ach, das ist das Platin hier. Das hier ist Platin, genau. Da wollte ich jetzt hier was bauen, aber das nimmt er nicht gerade. Aber ein bisschen schneller müssten wir jetzt, glaube ich, schon Eisen mal kriegen, oder? Also ich glaube auch, ne? Das ist ein bisschen arg wenig. Vor allem Platin. Ich komme jetzt mal im Bohrschiff ran. Ich glaube, hast du Bild und Repair ein- oder abgeschaltet jetzt? Weil das Ding leuchtet ja immer. Wir wissen jetzt mittlerweile, warum das Ding lila leuchtet, die Factory. Weil wenn ihm Komponenten fehlen zum Herstellen und da es wahrscheinlich unsere ganzen Triebwerke nachbauen will und wir gar nicht so viel Silber oder Platin haben oder was auch immer wir dafür brauchen, deshalb wird er wohl geleuchtet haben. Das ist unsere Theorie. Ich baue hier jetzt mal die Solarzellen ab, die hier rumliegen, ne? Und den großen Frachtcontainer wieder. Ja. Da liegt ja so viel Krams in dem Frachtcontainer drin hier. So, well, ich komme jetzt mal mit dem Bohrschiff raus. Weil ich will jetzt mal Platin organisieren. Ich bin gerade heiß auf Platin. Ist klar, du Zwerge und Edelmetalle, da müssen wir gar nicht weiter reden. Ja, ich kann nicht anders, weil ich kann einfach nicht alles anders. Alles in Ordnung.
Ich weiß nicht, in welchem Spiel, da ging es letztens auch um Gold, da habe ich direkt an dich gedacht. Gold! Ja! So, Platin. 50 Meter. 60 Meter, wo ist es denn, Mensch? Völlige Verwirrung am Zwerg. So, hier. Gegenüber vom Eisen. Ja. Kann man sagen. So, laufen die Bohrer. Was? Die Bohrer müssten doch eigentlich noch anschaltbar sein. Gruppen, Bohrer. Block umschalten an, aus. Okay, alles klar. Well, Platinmarsch. Ja, ich habe unser Schiff gerade aus den Augen verloren. Das beunruhigt mich ein bisschen, weil es doch sehr groß ist, dass man das gar nicht so richtig verlieren kann. Okay, aber wie gesagt, wieder aus eigener Kraft was dazu zugelernt. Inventory full. Okay, krass. Jetzt schon. Wie, schon wieder voll das Inventar? Gibt's da gar nicht. Meine Güte, die Antenne, die macht mich fertig hier, du. Wo lagert denn der das ganze Zeug hier? Da. Ach, sag mal, Mädchen. Also nicht du, die weibliche Stimme, die immer sagt, Inventory full. So langsam. Inventory full. Ja. Ich war das den Chrombottel für. Hallo. Inventory full. Beim nächsten Ton ist es 15 Uhr 23 Minuten und 0 Sekunden. Ja. Nächste Ausfahrt bitte rechts abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja. Das ist, wer meinen jetzt eben nicht verstanden hat, hat sich gerade als unter 30 geoutet. Würde ich sagen. Ja. Boah, einmal quer durchgebohrt, Well. Wunderschön. Du hast dieses Repair immer noch an, ne? Ja. Ich glaube. Ich weiß, warum ich die Antenne nicht. Ach so. Ich hab's jetzt irgendwann gemerkt. Ich bin gespannt, ob die Zuschauer schon seit 5 Minuten grölend auf dem Boden liegen. Das ist immer so, ich mache sie ab, dann kommt Inventory voll, dann fliege ich zurück zum Schiff, drop mein Scheiß und das Schiff fliegt zurück, baue wieder ab. Und dann denke ich mir jetzt, irgendwann muss die Antenne mal. Warum fängt denn der Balken immer wieder oben an? Das ist mir jetzt so eben eingefallen. Das ist unglaublich. Oh Mann, ich schalte sie mal eben ganz kurz ab. Das darfst du ja gar keinen erzählen, ey. Meine Güte. Okay, so, jetzt. Der hätte von mir sein können. So, ja, ist so weiß. Unglaublich, ey. Well, ich nehme noch mal einen Sack voll Kobalt mit. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen, aber ich nehme es jetzt einfach. Ich bohre es jetzt einfach an. Ja, mach ruhig. Oh Mann, ey. Ich wundere mich, warum ich immer wieder 40 Antennenteile da im Inventar habe und dass die gar nicht weggeht. Inventory full. Und da brauchst du wirklich nur einmal kurz den Bohrer anzusetzen, ne? Bei den Kommunikationskomponenten. Dann ist. Jetzt dürfte es aber mal nicht voller werden hier. Ja, endlich. Ich habe sie wegbekommen. Ja, bei den Stahlblöcken, und den anderen Sachen, wo ich direkt im Inventar alles lagern konnte, da fiel es halt nicht so auf, weißt du? Ja, ich muss jetzt dummerweise auch die Batterie abbauen. So, okay, alles klar. Jetzt schalte ich es wieder an hier mit Repair. Oh Mann. Das ist aber auch geil. Control Feld, Nanite, Factory, Repair, so, okay. Ja, Projektion mal wieder anschalten. Wir haben jetzt, Medical Nanites. Nee, wir haben ja Maximum Mining Streams 1. Dann sind die Upgrades, glaube ich, noch nicht dran. Die sind fertig gebaut, meine ich. Ja, ich guck mal eben kurz.
Das ist ein Power Reduction Upgrade. Das ist ein Power Reduction Upgrade. Das ist ein Projection Upgrade. Ein Mining Upgrade. Nein, das ist noch nicht ganz functional. Das braucht noch Superkonduktoren. Echt? 50 Superkonduktoren. Oh, no, und die haben wir nicht, ne? Wir haben 50, wir haben welche in der Herstellung, aber das ist das Projection Upgrade. Weißt du, ich kann auch, ich soll ich mal eben ein Projection Upgrade abbauen und dann die Superkonduktoren dafür nehmen fürs Mining? Ja, ne? Mach ich mal eben, ja, ne? Oh. Was fliegt denn da? Inventory voll. Was ist denn das? Interne Panzerung 101. Könnte das mal jemand einsammeln, bitte? Werte Damen, wo sind Sie denn? Und hier fliegt irgendwo interne Panzerung durch die Gegend. Da. Ja, normalerweise müssten die es doch einsammeln, oder? Ja, Cleanup. Ja, vielleicht dauert das jetzt momentan einfach ein bisschen. Irgendwas rumpelt hier gerade. Ich. Du rumpelst? Bestimmt. Nee. So, wo ist. Hat schon wieder Kavump gemacht hier. Was macht denn hier Kavump? Ich komme und docke an. Die Projektion wird doch sofort wieder repariert. So, ich guck mal nach Superkonduktoren. Super. Warte, ich komme mit einem ganzen Haufen Platin komme ich heim. Superkonduktor. Brauch Eisenbarren und Goldbarren. Gold? Ja, nee, Gold habe ich jetzt nicht. Ich habe nur Platin. Für die Triebwerkskomponenten. Well, Vorsicht. Ich glaube, deine Rübe wird gleich ziemlich durch. Ich köchel dich an. Gesammelt und verfügt. Was? Oh, okay. Warum willst du denn hier andocken? Das ist ja aber unorthodox. Ja, flieg doch rein. Wieso? In den Hangar. Ach, wieso? Ich bin doch nur. Ja, deshalb. Dock mal ein bisschen ab, ne? Kannst du mir bitte den Verbinder unten anbauen? Weißt du jetzt, warum du woanders ja, andocken als im Hangar, ne? Ja, im Hangar wäre das nicht passiert. Ja, das sagst du jetzt. Ich brauche Stahlplatte. Moment, Sekunde. Du musst Kontrolle. Nur androppen. Stahlplatte. Das ist unglaublich, ey. So, Moment, da du kein Repair-Beacon dran hast, brauche ich erstmal alles andere. Doch, hab ich. Bei dir hast du ein Repair-Beacon dran? Klar. Ja, dann. Ah. Ja, ist dran. Nicht wieder da! Jetzt, warte mal. Mach das letzte Mal einfach zu viel Schmackes drauf ja, gehabt, ey. Etwas langsamer noch. Also etwas tiefer noch ein bisschen. Du hast noch so 5 Meter. Ja, und stopp. Ja, der ist ein bisschen hart eingestellt. So, alles klar, Well. Wunderschön. Das ist mit Liebe gemacht. Und jetzt flubbern gleich Platinbarren in unsere Triebwerkskomponentenforschung. Ja, aber wir bräuchten Gold. Warte mal, Superkonduktoren laufen auch. Ja, eben liefen sie nicht, deshalb. Ich habe jetzt gerade mal ein paar produziert. Es kommen ein paar. Ja. Aber die sind auch, glaube ich, gleich wieder weg. Wir haben aber 50 in der Produktionswarteschlange, deshalb. Wo zum Geier ist denn. Oh Mann, jetzt suche ich den Verbinder gerade. Spaßkeks. Dann gehe ich über dein Schiff halt daran. Produktion, so. Montageanlage 5. Ah ja, doch, die sind am Bauen. Mhm. Ja, ja. Ah, jetzt hat's wieder. Ja, jetzt geht's weiter. Okay, so. Dann kann ich jetzt. Kann ich mir mal die in der Night Factory geben. Wo war die ich denn noch jetzt? Ich habe 1000 Stein dabei. Warum habe ich denn 1000 Stein dabei? Ich wäre da wahnsinnig. Mining Upgrade Nein. ist fertig. Das eine. Und wo ist das zweite Mining Upgrade? Constructor Upgrade, Constructor Upgrade, Mining Upgrade. Das zweite braucht noch. Da brauchen wir noch 50 Superkonduktoren. Aber das eine ist fertig. Was rumpelt denn hier? Ich bin's nicht. Was macht Gedonk, Gedonk? Gedonk. So, weil haben wir jetzt irgendwie eine Ahnung, ob hier noch irgendwo Gold ist in der Nähe? Zu irgendeinem Beacon? Ich habe gar kein GPS mehr. Ach so, doch klar haben wir hier.
AU, da ist Gold drin. Das haben inzwischen Ablage kopieren. Ah, ich hab ihn. Ich hab mich, ich sehe ihn. Wie weit ist denn der entfernt? Weißt du das gerade? Moment. Ah, 8 Kilometer, alles klar. Bin auf dem Weg. Okay. F-Kontrollfeld. Factory. Haben wir denn jetzt die zwei Streams? Nee, hier steht immer noch Curing Mining Targets. Maximum, glaub, der, Maximum, der Mining, Maximum Mining Streams 1. Das Mining Upgrade sorgt aber dafür, dass wir mehr Streams haben eigentlich. Das eine ist fertig. Zu 100% hier. Gold! Oh, und das andere braucht er noch. Weil Superkonduktoren fehlen. Was lötet denn hier immer so, ey? Irgendwas macht hier Krach an der Fabrik. Vielleicht ist es die Raffinerie gerade, die verarbeitet. Das haben wir bloß schon lange nicht mehr gehört ist nee, das Geräusch. Es macht einmal Kadung, als würde hier irgendwas kollidieren mit unserem Schiff. Genau so ein Geräusch ist das. Vielleicht ist es das andere Bohrschiff? Wenn, dann ist es deins. Oder es sind die Trümmerteile. Ja, oder es sind die Trümmerteile, die hier durch die Gegend treiben. Das macht überhaupt kein schönes Geräusch. Stell dich gleich mal an, wenn du zurück bist, irgendwann mal an die Factory und hör dir das mal an. Da weißt du, was ich meine. Okay. Nanite. Mining Upgrade. An, aus. An, aus, an. Und das ist unvollständig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie viele Upgrades kann man denn dran haben? 10, ne? Sieht so aus. Mhm. Wo kommt denn dieser Lärm her? Irgendetwas. Ja, ich bin's nicht, weil ich bin weg. In unserem Schiff wahrscheinlich rum, ein Trümmerteil und beschädigt es. Ja, aber das müssten die Nenner halt sofort weg, entweder reparieren oder demontieren. Irgendwas macht hier richtig Lärm, ne? So, ich muss jetzt gerade rausfinden, wo du hier an der. Ah, da hast du Gold entdeckt, aber das ist ja nur Mini-Gold. Ich hab's rausgefunden, wo der Lehrberg kommt. Und? Und, Bell? Wie ist die Lage? Und unser angedocktes Bohrschiff ködelt. Ich weiß nicht warum, aber es wirft halt alle paar Minuten irgendwie einen Stein aus. Moment, Auswurf. Warum wirft es denn einen Stein aus? Alles einsammeln. Deshalb wahrscheinlich. Wir haben wahrscheinlich irgendwo Stein im Schiff. Ja. Kann sein, dass ich ein bisschen was mitgebracht hatte. Ich mach mal alles einsammeln aus. So. Die haben irgendwo Steine hier im Schiff wahrscheinlich und der spuckt die halt aus und dann kommen gelbe Naniten und sammeln die Steine ein und packen das wieder in die Cargo-Container und dann kommt das Bohrschiff. Das ist, ich habe hier das Perpetuum Mobile erfunden. Das ist eine großartige Jawohl. Sache. Top. Das muss man erstmal hinkriegen. 1A. Das so, well. Kann man sich gar nicht ausdenken, ja? Erzähl mir mal ganz kurz einen Schwank aus deiner Jugend und gleichzeitig, wie viel Gold wir damit brauchen. Ich weiß nicht, wie viel Gold wir brauchen. Du brauchst also Unmengen. Es ist gar nicht aufzählbar. Ja, alles, das wollte ich von dir hören. Alles das an Gold, was wir kriegen können. Jawohl. Gold! Nee, das ist Gold. Wie mache ich denn nochmal den Block in die Hand nehmen? Also ich habe aktuell 50.000 Gold gesammelt. Ah, okay. Moment. Wie kann ich denn ein ganzes Grid einfärben? War das mit Alt, ne, oder? Ich glaube, das steht unten dabei, was ist, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wenn du auf P warst, meine ich gehen. Ja. Control Shift to the whole grid. Ich hoffe, er nimmt dann auch nur das Grid und nicht alle Grids. Ja, macht er. Alles klar, super. Das ging schon mal schnell. Ich habe jetzt mein Bohrschiff erstmal schwarz gemacht. Oh. Und jetzt machen wir es mal in. Machen wir mal irgendwo ein bisschen Weltraum. Also, ich glaube, ich höre so bei 100.000 Gold ungefähr. Weil sonst wird das Schiff einfach zu schwer. Ja, kannst du machen. Ich meine, da ist noch Platz ohne Ende drin. Rein von den Lagerinventaren her.
So, aber ein bisschen hübscher wollte ich es hier mal gestalten. Wenigstens mit so einer Art Rallye-Streifen hier. An diesem Schiff hier. Der Rallye-Zwerg. Ja, Rallye-Streifen ist bei dir eigentlich mehr so, weil ja. Der klassische Rallye-Streifen ist ja rot, ne? Ja, wobei, ich könnte mir den auch in einem Wellblau vorstellen. Aber ich kann die Farbe ja frei einstellen, sehe ich gerade. Und schon hätte ich gerade Lust, mit dem Well eine Runde Autorennen im Project Cars. Ich kann die Farbe ja frei einstellen, das Blau hier. Ja. Das merke ich jetzt erst. Und dann kannst du Wellblau nehmen. Wie war das? Ich wollte nur 100.000, ne? Ja, ja. Der Flöz wird jetzt abgebaut. Das Problem ist, dass die Farbe halt sehr krass unterschiedlich wirkt, je nachdem, ob Licht drauf scheint. Das ist ja fast das Original hier. Ach, dann passt das schon. Ich nehme mal. Ach, jetzt habe ich sie versaut, die Farbe, ne? Ja, egal. Oh, so weiter. Das sieht ja keiner, der Unterschied. Was? Ich sehe das. Deins wird rot. Oh. Ich kann es ja gar nicht einfärben. Du bist ja nicht mal da. Ja. Warum musst du da machen? Ich habe doch gesagt, ich will 100.000 ungefähr mitnehmen. Ja, hat nicht geklappt. Ich kann nicht aufhören. Warum dachte ich mir sowas schon in der Art? Es wird jetzt ein ziemlich interessanter Landeanflug, völlig überladen. Dann flieg bitte nicht in den Hangar, sondern mach mal wieder dein Ding da, dein Zwergendings unterhalb des Schiffes. Ja, ja. Da, wo die guten Triebwerke sind, ja, weißt schon, und die ganze und unser kompletter Hydrogenvorrat. Soll ich schon mal einen Verbinder irgendwie besorgen oder so? Was kann da schon passieren? Genau, was kann da schon passieren? Soll ich schon mal Verbinder besorgen oder so? Ach, ich weiß noch nicht, will. Warum kann ich den denn jetzt nicht einfärben hier? Dieses hartnäckiges Würfelchen, du. X. Aber jetzt mit Tricks hier, so kriege ich im Chat. Hallo? Na, komm. Das Spiel ärgert mich. Das meint's bestimmt nicht so. Das will nur spielen. Oh. Ich verliere da noch mal ein bisschen Stein gerade. Oh oh. Warum? Mach doch. Hast du Auswürfe? Doch klar, die funktionieren doch eigentlich auch. Ja, ich habe bloß einen absolut fiesen Drift gerade drauf. Okay. Versuch gerade gegenzuhalten, um dich mit dem nächsten Nachbar-Asteroiden zu kollidieren. Das klingt aber nicht so gut. Ach, was kann da schon passieren, Will? Ich weiß nicht, alles Mögliche, ne? Aber es geht noch. Also die Bremsen funktionieren erstaunlich gut an dem Schiff. Okay, das ist gut. Well, ich würde sagen, Rest erfahren wir und ihr alle da draußen erst in der nächsten Folge. Ja, leider. So sieht das aus, ja. Die traurige Wahrheit. Aber immerhin haben wir den Bergbau jetzt zum Laufen bekommen. Ja. Und lass mir mal ganz kurz gucken, eben wie viel wir jetzt in der eine Night Factory Produktion, Inventar, eine Night. Da haben wir jetzt 14.000 Eisen drin. Ja. 3.000. Schaut gar nicht schlecht aus, oder? 3.000 Stein. Hast du. Da musst du irgendwo Steine angehakt haben bei einem von deinen Bohrern. Ja, das gucke ich mir gleich an. Und Uran liegt da komischerweise drin. Aber da musst du Stein angehakt haben. Das ist natürlich nicht gut. Dann bauen die natürlich auch kein Platin ab, ne, sondern nur Stein an der Stelle. Weil Stein schließt alles andere aus. Du hast ja schon per Hand Platin abgebaut, ne? Ja. Ja, ja, ganz viel. Und jetzt Gold auch. Also wir sind relativ gut besucht gerade. Die haben den Bohrer hier noch nicht weitergemacht, den du hier aufgestellt hast. Die haben den noch nicht fertig gestellt. Ja, ich glaube, der ist genau knapp draußen. Ich habe so das Gefühl, der ist ganz, ganz knapp draußen aus dem Ganzen. So sieht's aus, glaube ich, ne, würde ich sagen. Wo war denn das Eisen? Hier. Wo zum Geier kommt denn hier Stein her? Das frage ich mich. Wo kommt denn hier Stein her?
Dürfte doch eigentlich vielleicht, gar nicht aber sein. Das, habe ich das vorhin im Bohrer versehentlich mitgebracht. Es kann wirklich sein, dass ich das im Bohrer mitgeschleppt habe. Aber warum liegt das jetzt in der... Ach, das liegt in der Factory, weil mein Bohrchef die ausgeworfen hat und die sammeln es in die Factory ein. Alles klar, ja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich wollte nur wissen, wie der Stein in die Factory reinkommt. Ja, dann ist natürlich logisch. Ja, dann ist das genau so, wie du sagst. Okay, gut, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Nächstes Mal. Jo, macht's gut. Bis dann. Tschüss.